Halleluja, Gott ist gut. Halleluja, schaut seinen Nachbarn und sagt, Gott ist gut. Halleluja, Gott ist so gut. Halleluja. Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles in den wunderbaren Namen Jesu. Halleluja. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. 1. Korinther, Kapitel 13. Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte. Ich möchte für dieses Wort beten. Wir hatten heute schon den ersten Teil von dieser Predigt. Ich bin ganz begeistert von dem, was Gott tut. Unabhängig im Ort hier oder ob sie von zu Hause aus, von der Couch oder von dem Mittagstisch. Ich glaube, dass Gott heute mächtig wirken möchte. Und wenn er in deinem Leben so wirkt, wie er in meinem Leben heute gewirkt hat. Ich bin der guten Zuversicht, dass Gott in seiner Gnade, in dem Glauben, in Hoffnung und in Liebe uns führen möchte in Jesu Namen. Ich möchte dafür beten, wenn du willst, darfst du gerne mit mir beten in Jesu Namen. Hab Dank, Vater, Halleluja, für deine Gnade. Wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Wir danken dir für diesen Nachmittag. Wir danken dir, dass du uns führst in deiner Gnade, unabhängig, Herr, wie der Feind wütend, was störend, welche Krankheiten, Herr, unabhängig die Befunde, unabhängig, Herr, den Auszug, den Kontoauszug, unabhängig, Herr, das, was unser Herz heute bewegt, dein Wort ist wahrhaftig, deine Zusagen sind gewiss. Und wir verheißen die Zusage deines Wortes heute. Komm, Heiliger Geist, Vater, in Jesu Namen, Herr, alle Ängste, Befangenheit, alle Krankheit, Herr, alle Traurigkeit, alle Müdigkeit, allen Geist der Unterwelt, der in die Familie deiner Kinder hineinstürmt, widerstehen wir in Jesu Namen. Wir verheißen die Autorität des Blutes Jesu Christi, Herr, und proklamieren deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen und Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja! Gott ist gut. Gott ist gut. Darfst dich gerne setzen. Wir hatten heute Morgen das Wort über lebendige Hoffnung. Und jetzt möchte ich im zweiten Teil sprechen über lebendigen Glauben. Und wenn wir über Glauben sprechen, dann sprechen wir auch über Hoffnung. In Hebräer 11 sagt er in Vers 1, ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, dass man hofft. Wenn wir in unserem Leben als Christen gehen, schenkt Gott in unserem Leben Glauben. Und wenn wir Glauben haben, es gibt keinen Mensch in der Bibel, der mit Glauben so viel zu tun hatte wie Abraham. Und ich glaube, dass wenn wir zulassen, dass 1. Mose Kapitel 22, die Bibel sagt, nach diesen Tagen kam Gott zu Abraham, prüfte ihn und sagte, nimm deinen Sohn, diesen deinen einzigen Sohn, den du so liebst, und opfere ihn. Und Abraham war der guten Zuversicht. Die Bibel sagt, er stand nächsten Morgen früh auf, er sattelte sein Pferd, nahm den Jungen und wo er bis zum Berg kam, lässt er seine Diener zurück und sagt, wir gehen hin und wir kommen wieder. Der Glaube. Oft in unserem Leben vergessen wir, dass der Glaube in der Gnade Gottes unser Leben in der Kraft Gottes dazu führt, dass wir als Glaubenshelden zählen. Oft vergessen wir das. Wir vergessen. Im Psalm 27, 30 sagt er, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Unser Glaube oft, wenn der tot ist, er sagt, er wird wirken im Lande im Himmel. In der Ewigkeit, wenn wir eines Tages im Himmel kommen, dann werden wir die Frucht des Glaubens sehen. Die Bibel berichtet uns was ganz anderes. Wir haben in der Kraft Gottes, wir haben in der Gnade Gottes. Wir dürfen, wenn wir in der Kraft gehen. Die Bibel spricht oft von Glauben, von kleinen Glauben, von großen Glauben. In Matthäus 9, 22, da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Abraham
hatte Familie. Und ich denke, wenn man Familie hat, das ist einer der empfindsamsten Teile unseres Körpers. Ich bin heute auch in einer Erwartung. Meine Tochter sollte heute ihren dritten Sohn gebären. Und wir freuen uns schon ganz. Ich bin dankbar, dass ich in meiner Stelle als Opa und nicht in der Entbindungsstation bin. Aber ich glaube, dass Gott, wenn er Leben schafft, und das Leben, das Gott uns schafft, in der Gnade Gottes. Der Apostel Paulus sagt, dass er in dieser Geburt, in diese Geburtswehen, der Glaube, und wir könnten mal so, wenn wir mal es jetzt kindisch erklären könnten, tu mal den Lock, das Lockbild mal, so würde ich mal, wie der Glaube eigentlich in Bezug auf unser Verhalten Christus gegenüber ist. Stell dir mal vor, eine Lok und die Schienen, das ist der Glaube. Weil der Glaube, er muss in Christus sein. Die Bibel sagt in Johannes 7, 38, wenn wir glauben, wie die Schrift es sagt. Also du darfst nicht irgendwo, die Lok, das ist die Liebe und die Kohlen, die da immer Feuer, damit diese Liebe auf den Gleisen der Hoffnung gehen kann, das ist die Hoffnung. Und wenn wir in der Gnade Gottes zulassen, und da sagt der Apostel Johannes, schreibt in der Vision, die er von Jesus bekommt, wo er zu der Gemeinde in Ephesus spricht, sagt er, es ist aber etwas, dass ihr die erste Liebe, wenn dort diese Lok nicht mehr mit der Hoffnung, wenn das Feuer nicht mehr da ist oder wenn die Schiene nicht da sind, dass diese Lok irgendwo hinfährt, dann können wir nicht im Glauben Gottes, dann können wir nicht in der Gnade Gottes, dann können wir nicht siegreich sein. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, ich war damals 18 Jahre, wir hatten eine Technikmesse und das war das erste Mal überhaupt, dass man dort eine Übertragung, eine schnurlose Übertragung von einem Video machte, von einem Raum in den anderen. Und ich war begeistert, ich habe meinen Vater eingeladen, ich war stolz, das, was wir da errungen hatten, heute hat jedes Handy das. Und wo wir das vorgetragen haben, alle meine Kollegen, war ich der Einzige, der meinen Vater mitgebracht hatte. Und ich fühlte mich ein bisschen verlegen und da kam der Lehrer zu mir. Und er sagt, weißt du, er war auch ein Christ. Er sagt, Gott wird dich führen. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir immer den Vater mitnehmen und Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Wo Gott uns führt in der Gnade, wo Gott uns führt in der Liebe. Bitte das andere Bild. Da haben wir Glaube, Liebe und Hoffnung. Es ist diese Glaube, wo es ist, es muss mit dem Kreuz. Es geht nicht ohne das Kreuz. Unser Glaube ist durch das Kreuz. Die Gnade Gottes in unserem Leben im Kreuz. Und wo Gott uns im Kreuz führt, das ist die Gnade, die wir haben. Denn Jesus Christus allein hat es am Kreuz besiegt. Im Alten Bund sehen wir sehr vieles symbolisch. Der Apostel Paulus, er zitiert es immer wieder, die Schatten der Dinge. Wenn wir anfangen, Gott zu betrachten, siehst du in jedem Buch der Bibel, siehst du Jesus. Und den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten symbolisiert auch, wo wir durch das Blut Jesu Christi befreit worden sind. Und die Bibel sagt, und da waren diese Plagen, die im Glauben Gott im Auftrag Moses gegeben hat. Er bringt das dem Volk und das Volk, es sah diese Wunder alltäglich und es kam diese Hoffnung auf. Und sie hatten in der Liebe Gottes die Zusage, dass sie würden das Land verlassen. Und so geschah es auch. Und wo sie in dieser Gnade anfingen, Gott zu suchen, auf einmal beginnt Gott. Und das ist die Verheißung, die Gott uns gibt. Auf einmal fängt das Volk von Ägypten, wo sie auszogen, sie beschenken den mit allem. Und sie ziehen hinaus in das verheißene Land. Nicht arm, nicht als Verlassene, sondern die Ägypten gaben ihnen kostbare Juwelen, gaben ihnen Gold, gaben ihnen Silber, weil Gott mit ihnen war und weil sie wussten, nach dem Glauben der Gnade, dass die Hoffnung, und oft in unserem Leben merken wir gar nicht, dass, wenn du ein Zeugnis erzählst, wie das den Glauben stärkt, wie das Hoffnung bringt, weil wenn die Hoffnung nicht die Lok der Liebe füllt, dann hat das nicht die Kraft, in den Schienen des Glaubens zu wandern, die Erwartung zu haben, dass Gott in deinem Leben Gutes führt. Aber du musst diese Hoffnung, du musst die Liebe nähren. Ich erinnere mich, ich erzählte es heute Morgen, wir hatten, wo wir beteten, wo wir jung verheiratet waren, war mein Gebet, dass alle meine Kinder
Portugiesisch sagt man Ministros do Evangelho, Minister of the Gospel. Dass sie alle, Männer und Frauen Gottes, werden dir das Wort verkündigt. Sei es durch Predigt, sei es durch Lobpreis. Und diese Hoffnung hatten wir. Und meine Frau kam zu mir und sagt, da müssen wir aber auch nähren. Und wir hatten jeden Tag hatten wir Gottesdienste zu Hause. Und wir haben 4 Kinder. Also jeden Tag durfte einer von den Kindern predigen. Und dann waren wir 2 noch zu 6. Und Sonntag gingen wir im Haus des Herrn. Und ich erinnere mich noch, wie mein Sohn mit 7 Jahren mit dem Finger und auf die Hitze der Hölle aufmerksam machte für uns. Und ich schaue zurück und ich sehe diese Hoffnung, die du hast. Wenn du in dem Glauben es anzündest, wenn du zulässt, dass Gott dich führt, geschehen neue Dinge. Gott fängt an, in deinem Leben zu reden. Und Gott schenkt dir Glauben. Der Unglauben, wenn der genährt wird, in Markus 5, 35, da sagt uns die Bibel, da war ein Mann und seine Tochter war sehr krank. Und er kommt zu Jesus. Und während er noch spricht, Markus 5, 35, als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister? Und im nächsten Vers, Jesus aber hörte nicht auf das, was sie sagten. Luther sagt, auf das, was gesagt wurde. Geschwister, es ist so wunderbar. Und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn du auf dem Weg des Glaubens bist, merkst du oft gar nicht, wie sehr Unglauben gestreut wird in deinem Leben. Wie oft, wenn du einen Plan von Gott bekommst und du fängst an, in der Gnade Gottes zu gehen, wie viele Menschen auf einmal fangen an in deinem Herzen und wenn es nicht geht. Gott hat mir auf den Herzen gegeben, dass wir in diesem Jahr würden beginnen, ein Projekt in Brasilien, ein Kinderprojekt, das schon lange auf meinem Herzen war. Und wo wir anfingen mit den Plänen voriges Jahr, im März, genau da kam die Pandemie. Und kamen etliche Geschwister und sagten, ja, jetzt mit der Pandemie müssen wir dieses Projekt verschieben. Ich sage, wenn Gott uns ein Timing gegeben hat, dann wird er auch Ressourcen freisetzen. Wenn Gott sagt, dass er mit uns ist, dann wird er mit uns sein. Und interessant, wir fingen an und auch mal fing Gott an, Geschwistern, Brüdern, dass wir schon einen großen Teil des ersten Baus Gott uns schon freigesetzt hat. Aber so oft, du machst dir Sorgen und deine Nacht und du sagst, Herr, wo soll das herkommen? Und Gott sagt zu Mose, sei still und glaube nur. Geschwister, wir haben von Gott diese Verheißung. Er ist bei uns. Er ist der Gott, der uns führt. Aber oft denken wir, unser Glauben ist zu klein. Wo Jesus vom Berg herunterkommt, Markus Kapitel 9, da kommt dann die Jünger, sie haben gerade eine Diskussion mit einem Mann und er fragt, was ist los? Der Mann sagt, ja, ich habe meinen Sohn hergebracht und zu deinen Jüngern, aber und er wirft sich immer im Feuer, aber deine Jünger können nicht helfen. Und er sagt, wenn du kannst, und Markus 9, 23, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn du kannst, Gott kann. Und im nächsten Vers sagt er, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Oft in unserem Herzen hat sich Unglauben breit gemacht. Wir leben in einer Generation, die nicht im Glauben ist. Wir haben Kollegen, die Atheisten sind. Wir haben Freunde, die uns auslachen. Wir leben in einem Land, wo Glauben nicht allgemein ist, sondern wenn du an dem Herrn Jesus glaubst, rechnest du mit Verfolgung. Du wirst verfolgt. Menschen werden dich auslachen. Und dieser Mann, er kommt und er sieht all das, was geschieht. Und er sieht, dass all diese Männer Gottes es nicht schaffen, seinen Sohn zu befreien. Und er schreit zum Herrn. Ah, Geschwister, so oft haben wir unsere Hoffnung an den Frauen, an den Männern Gottes, nicht wahr? Die kommen und sagen, und da kommt Jesus und sagt, wenn du glaubst, alles ist möglich, Geschwister, alles ist möglich. Er hat diese Verheißung in unserem Leben. Wenn wir anfangen, in der Gnade Gottes zu geben. Ich finde es wunderbar, wie der Evangelist Johannes, er schreibt es in seinen Briefen. Die Briefe von Apostel Johannes sind sehr kurze Briefe. Der Apostel Johannes war jemand, er sagt immer, ich komme lieber persönlich zu euch und möchte es euch persönlich sagen. Dadurch sind es nicht Schreiben geblieben. Aber das, was er niedergeschrieben hat, in 1. Johannes 5, Vers 4, er sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Geschwister, es ist der Glaube.
Es sind nicht die Werke, es ist nicht die Ausbildung, es ist nicht das Diplom, es ist der Glaube. Wir dürfen in der Gnade Gottes gehen. Ich erinnere mich, wo wir in der 8. Klasse waren. Wir hatten Projekte gemacht und wir sagten, wenn wir uns treffen in 30 Jahren, jeder hat gesagt, wie ein Millionär er sein würde und alles. Und ich sagte, ich werde dem Herrn dienen. Ich erinnere mich noch, wie sie lachten. Nach 30 Jahren von uns 12 waren noch nur 8 am Leben. Nein, Gegenteil, 8 gestorben, waren nur 4 am Leben. Und ich merkte, wie Gott, wenn wir Pläne haben, Geschwister, es sind so viele Katastrophen passiert von Menschen, die reich werden wollen. Und wir merken oft gar nicht, wie sehr Gott uns bewahrt, wie er uns schützt, wie seine Hand uns leitet und wie der Glaube, unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat, nicht durch uns, sondern in Christus Jesus. Denn wenn der Feind dich anschaut, sieht er Jesus, denn du bist bedeckt mit dem Blut Jesu Christi. Du bist gesegnet von Gott, er hat eine Verheißung in deinem Leben. Und wenn du im Glauben sprichst, es wird geschehen, so wird es geschehen. Denn du als Kind Gottes hast die Gunst im Herrn. Die Bibel spricht aber oft auch von kleinen Glauben. In Lukas Kapitel 12, Vers 28 sagt er, wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie viel Mehl wird er für euch sorgen? Euer Glaube ist doch so klein. Ah, ich identifiziere mich so oft mit den Jüngern, wo Gott mit seinen Verheißungen kommt, wo Gott mit all dem kommt. Und wir haben immer ein Wort, aber. Nicht aber, lieber Vater, sondern aber, schau mal. Das geht doch gar nicht. Unser Unglauben hat immer Argumente. Hast du schon gemerkt, du hast immer Argumente zum Unglauben? Da kommt jemand und betet für dich, du hast jetzt diesen. Und er sagt, ja, aber der wurde auch nicht geheilt. Da kommt jemand und sagt, Mensch, wir beten, dass du einen neuen Job bekommst. Erinnerst du, ja, für den anderen wurde auch gebetet. Und er hat keinen Job bekommen. Der Feind, er sorgt immer dafür, dass wir in unserem Unglauben aktiv werden, dass wir in unser Bekenntnis passiv werden und dass wir in unsere Eroberung, dass wir nicht zulassen, dass Gott uns führt. Wenn wir anfangen, in Matthäus 15, 28 haben wir die Geschichte von einer Frau. Und sie hatte eine Tochter und sie war nicht von dem Volk. Sie war jemand, der eigentlich nichts mit dem Volk Gottes zu tun hatte. Bei den syrophönizischen Frau. Und sie kam und sie wollte, dass ihre Tochter geheilt ist. Und Jesus sagt in Vers 28, Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden. Im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Jesus sagt zu dieser ausländischen Frau, dein Glaube ist groß. Wir, wenn wir anfangen, in der Gnade Gottes zu gehen, in Matthäus 17, 20 ist es das Gegenteil, weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus. Ich versichere euch, weil euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier da und es würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Ein Autohersteller, sagt man, der hatte einen Christ in seine Marketingabteilung und er hat das gesagt, nichts ist unmöglich, er hat es von der Bibel genommen. Und wirklich, nichts ist unmöglich, nicht für ein Auto, sondern nichts ist unmöglich mit Gott. Mit Gott kannst du über Berge springen, mit Gott, er schafft dir Kraft. Gott, er heilt deine Krankheiten. Gott, er lässt zu, dass in der Hoffnung, die du trägst, in der Liebe deines Herzens, aktiviert durch den Glauben, dass in deinem Herzen diese Ängste, diese Traurigkeit, diese Todesgedanken, dass sie weichen müssen. Und Gott fängt an, in deinem Leben Neues zu wirken. Johannes 7, 38, und das ist ein Vers, an dem ich ein bisschen länger mich verweilen möchte, sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Vers vorher sagt es, und am Ende des Festes stand Jesus auf und sprach mit lauter Stimme, eine Übersetzung ist, und er schrie. Und da sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nächsten Vers sagt er, das sagte er über den Heiligen Geist, der kommen würde. Wir sind eine gesegnete Generation. Wir sind die Generation, die schon nach dem Heiligen Geist da sind. Wir dürfen in der Kraft Gottes gehen. Wir dürfen in der Liebe Gottes gehen. Wir haben die Verheißung Gottes in unserem Leben. Und er steht zu uns. Wo ich in der Bibelschule war, ich erinnere mich, wir hatten eine Person, sie war krank.
Und sie bat, wir sollten kommen, um Heilung zu beten. Und mein Pastor hat mich beauftragt, hinzugehen. Und ich ging einfach Dienst nach Vorschrift. Ich kam und betete für ihn. Dann auf einmal nächsten Tag sagt er, ich bin gesund geworden. Ich sage, das darf nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Ich habe nur gebetet, weil ich hingehen muss. Er sagt, nein, ich bin ganz gesund. Ich bin total gesund. Ich sage, kann nicht sein. Kann nicht sein. Und er sagt, warte mal, du hast für mich gebetet und sagst, du glaubst, dass ich gesund werde. Jetzt bin ich gesund und du sagst, das kann nicht sein. Geschwister, oft ist unser Glauben so etwas Theoretisches, wo wir eine Pflicht erfüllen, wo wir eine Liturgie erfüllen, wo wir eine Handlung erwarten, wo wir zum Thron der Gnade kommen. Aber tief in unserem Herzen ist der Glaube nicht da. Wo Abraham, die Bibel spricht sehr oft über Abraham, der Vater des Glaubens. Und wo er hineinkam, und das ist so wunderbar, wenn wir sehen die prophetischen Worte im Alten Bund, wo Gott ihn führt, wo sein Sohn Isaak kommt. Ich bin begeistert von Abrahams Familie, wie Abraham diesen Glauben hatte. Und Gott schenkte ihm diesen Traum. Er sagt zu ihm, Abraham, geh mal raus aus deinem Zelt und schau mal zu den Sternen. Kannst du sie zählen? Weißt du deine Nachkommen? Die Bibel sagt, Abraham, er glaubte. Wie viel von diesen Kindern hat Abraham gesehen? Wie viele Kinder von diesen Sternen? Wie viel hat er gesehen? Sein Sohn Isaak, seine Großsöhne, was da kamen zwei. Und die Bibel sagt, am Tod von Abraham, da hat er noch mit Keturah noch etlichen, aber es waren wenig Menschen, die er irdisch gesehen hat. Die Bibel sagt, aber er glaubte und Gott rechnete ihm es zu. Wir sind oft so, dass wenn wir etwas nicht sehen, ist unser Glaube sehr begrenzt. Wo Gott uns in der Gnade führt, wo wir anfangen, in der Gnade Gottes zu gehen, wo wir anfangen, in der Liebe Gottes. Ich erinnere mich, ich hatte einen Pastor in der Gemeinde und der kam zu mir, ich war damals 17 Jahre alt. Und er sagt, ich denke, du hast die Berufung, das Wort zu predigen. Und ich sagte, auf keinen Fall. Mein Vater ist Pastor und das ist die schlimmste Rasse, die es gibt, das nie im Leben. Nach ein paar Zeit kam er wieder, sagte, ich habe wieder den Eindruck, dass du die Wort Gottes verkündigen wirst. Und dann kam er ein drittes Mal und wo er ein drittes Mal kam, wir waren in einer Gebetsstunde und ich fing an zu beten, auf einmal geschah was in meinem Herzen. Wisst ihr, Geschwister, wenn Gott dich vorbereitet, er bringt dir all die Voraussetzungen, er bringt all das, was du erlebst. Ich erinnere mich, wo ich ein Teenie war, bei mir ist, kennst du das, wenn immer alles bei dir nicht klappt, bei jedem klappt es? Unabhängig eine Kleinigkeit, dieses Murphy-Gesetz. Wenn etwas schief laufen kann, läuft es schief. Bei mir in vielen Dingen ist immer so viel schief gelaufen. Ich erinnere mich, ich kam einmal zu meiner Mama und mein Pastor hat auch schon mit meiner Mama gesprochen. Ich sage, Mama, ich weiß nicht, was los ist. Wie kann so viele Dinge so schief laufen in einem Leben? Sagt, ich weiß auch nicht. Aber ich weiß, eines Tages, wenn du predigen wirst, du wirst sehr viele Geschichtlein zu erzählen haben. Wisst ihr, Geschwister, oft geschehen Dinge in unserem Leben, und du merkst das in dem Moment gar nicht, dass Gott dein Glauben stärkt, dass Gott dich prüft, dass Gott etwas, was Großes mit dir hat, wo Gott zu Abraham kommt und er sagt, dieser dein lieber Sohn. Und er kam prophetisch auf den Sohn Gottes, weil Abraham, wo er seinen Sohn opfern sollte, kam Gott in der letzten Minute und sagte, Abraham, brauchst ihn nicht opfern. Aber bei dem Sohn Gottes kam es nicht, sondern er musste geopfert werden, wegen dein und wegen mein Leben. Da am Kreuz auf Golgatha kam nicht das Wort, als er das Kreuz verlassen wurde. Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch von mir gehe, aber nicht mein, sondern dein Wille. Und die Bibel sagt, und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, dass auf seinem Namen sich beugen werden alle Knie und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Herr über diese Welt. Er ist der Herr über den Himmel. Er ist der Herr über deine Krankheit. Er ist der Herr über deine Familie. Er ist der Herr über deine Arbeitsstelle. Er ist der Herr über deine Situation. Er ist der Herr bei dir zu Hause. Selbst oft, wenn wir es nicht spüren. Oft denken wir sind die Letzten. Oft denken wir, und wenn ich zurückschaue, so viel versagt, so viel oft ein Fettnäpfchen getreten. Und du sagst oft, ich weiß nicht, ob es genug ist. Ich erinnere mich, wo mein Vater ganz schon gebrechlich war, wollte noch einmal seine Geschwistern reisen und ich durfte mit ihm fahren, besuchte seine Schwester in Kanada und die war damals schon am ihr 100. Geburtstag und sie erzählte und da sagte meine Tante zu meinem Papa, aber ist das genug, was ich getan habe? Da sagt mein Vater, weißt du, es geht nicht darum, was du getan hast. Es geht darum, was er in deinem Leben getan hat. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir zu Jesus kommen,
Es geht nicht darauf, was wir getan haben, weil wir haben so viele Dinge falsch getan, wir haben so wenig geleistet. Aber das, was Jesus geleistet hat und seine Gnade ist genug, um dein Leben zu verwandeln, um dich ein neues Leben zu geben, damit du in der Kraft gehst, damit dein Glauben aktiviert ist. Und wenn wir unseren Glauben aktivieren, dann fangen wir an in der Liebe Gottes. Die Bibel sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und der Heilige Geist kommt in uns. Das bedeutet, wenn du das Wort aussprichst, und deswegen sagt die Bibel, dass der Glaube kommt durch die Predigt und predigen das Wort Gottes. Hast du oft gemerkt, dass wenn du das Wort liest, auf einmal ist es trocken? Und dann einmal kommt jemand und predigt das Wort, auf einmal ist es warm in deinen Herzen. Das Wort, es wurde gemacht, um Fleisch zu werden, um in deinem Herzen zu sein, dass es aus deinem Mund herauskommt. Dass du Menschen erzählst von der Gnade, aber sprichst, wenn du glaubst, wie die Schrift es sagt. Gott braucht Männer und Frauen, die bereit sind, den Glauben zu aktivieren, auf der Fußgängerzone, in der Arbeitsstelle, in deiner Schule zu sagen, ich glaube an einen lebendigen Gott, der hat mein Leben verändert. Und ich möchte dich fragen, möchtest du diesen Gott kennenlernen? Es ist nicht ein Ritual der Religionen, es ist eine lebendige Beziehung zu Gott, denn er kommt in seiner Gnade. Wir müssen nicht Rituale erfüllen, es geht nicht um Gesetze, denn die Gesetze, die haben mit Tod zu tun, aber die Gnade Gottes hat mit Leben zu tun. Aber wie oft sind wir diejenigen, die immer plädieren auf Werke. Und wir sagen über Gnade, aber wir schauen zurück in unserem Leben. Und wir sagen, ich habe es nicht gepackt. Aber weißt du, da ist einer am Kreuz, der hat es gepackt. Und der hat alles für dein Leben. Und nichts von das, was ich tue, befähigt mich, ins Himmel zu kommen. Nichts von dem, was ich tue, befähigt mich, ein Kind Gottes zu sein. Sondern es ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Und er befähigt uns durch seinen Heiligen Geist, dass wir in der Liebe, dass wir in dem Glauben und dass wir in der Hoffnung, in der Kraft Gottes gehen und wissen, er hat Verheißung in unserem Leben. Ich bin der festen Zuversicht, dass Gott so ein Tsunami ausgießen wird. Und ich habe den Eindruck, dass diese Pandemie, das ist so der Rückzug des Meeres vor dem Tsunami. Wisst ihr, Geschwister, wo der Feind denkt? Das war so wie vor dem Kreuz, wo Jesus am Kreuz ist. Und ich stelle mir vor, der Feind, er hat gefeiert, wir haben den Sohn Gottes getötet. Und auf einmal kracht es an seiner Tür und da kommt er herein, siegreich. Er nimmt ihm den Schlüssel vom Tod, von der Hölle. Und auf einmal merkt er, der Herr der Lüge ist, derjenige ist, der jedem reinlegt, er wurde reingelegt. Er merkt, Jesus hat besiegt und vor dem Kreuz dachte er würde Jesus besiegen. Er trieb Jesus zum Kreuz und wo Jesus am Kreuz ist, merkt er, was er getan hat. Und auf einmal merkt er es, checkmate, Jesus hat am Kreuz besiegt. Die Welt hat eine Hoffnung. Die Menschen dürfen in der Gnade Gottes gehen. Du hast Hoffnung in deiner Krankheit. Du hast Hoffnung in deiner Beziehung. Gott schenkt dir die Kraft, dass in unseren Gefühlen wir die Kraft des Heiligen Geistes haben. Und ich möchte heute für sie beten. Ich befürchte, dass viele von uns, wir haben die Freude verloren in dieser Pandemie. Wir haben zugelassen, dass menschliche Umstände uns in Diskussionen hineingebracht haben, wo wir, ich sage es immer, wo wir, das Kreuz in der Waagerecht größer geworden ist als in der Senkrecht. Wir sind mehr in Diskussionen mit Menschen als in Beziehung zu Gott. Und wir haben uns oft verzettelt und haben unsere eigene Meinung über diese Pandemie, als wenn das einen Unterschied machen würde in der geistlichen Welt, was ich über die Pandemie denke. Es macht aber einen Unterschied, wie ich das Wort vom Kreuz verkündige. Und mein Gebet ist, dass wir möchten in der Kraft Gottes, in der Erkenntnis Gottes zulassen, dass Gott uns führt in seiner Gnade und dass wir wieder unseren Glauben aktivieren. Unabhängig, was passiert, unabhängig, wie es aussieht. Ich erinnere mich, es war ein Tag vor meinem Geburtstag, ich war in der Intensivstation. Ich bekam einen schrecklichen Befund vom Arzt und es ging alles abwärts. Und ich erinnere meine Frau, wir beteten und sie sagt, mach dir keine Sorge. Gott ist en contrôle. Und in der Nacht vom 17. zu 18., mein Geburtstag war, wurde ich ein CT gemacht und da war eine Krankenschwester und sie schrie, sie sagt, Herr Friesen, das ist nicht zu glauben, es ist keine Embolie mehr in Ihrer Lunge. Was ist hier passiert? Ich sage, ich habe Geburtstag. Papa hat mir ein Geschenk gegeben. Geschwister, wir haben einen lebendigen Papa. Wir haben einen Gott, der uns führt, unabhängig, wie der Befund aussieht im Leben deines Sohnes, unabhängig von das Kind, wie lange es weg ist, unabhängig, wenn Papa keinen Kontakt mehr mit dir hat.
unabhängig, wenn diese Gedanken des Todes immer wieder kommen, unabhängig, weil diese Gedanken der Perversion von dein altes Leben versuchen zu sagen, und du bist ein Christ und du denkst, dass Jesus dich liebt und du glaubst wirklich, dass Gott dich hat, du kannst ihm zurück sagen, so steht geschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Halleluja. Ich erinnere mich, ich habe eine liebe Schwester und ihr Vater war sehr grausam mit ihr in der Kindheit. Und er lag im Sterben. Ich habe damals mit ihr gebetet. Und ich sage, bete mit deinem Papa. Und sie kam und betete. Und seine letzten Worte waren, ich glaube. Und sie kam zu mir und sagte, mein Papa hat nicht um Vergebung der Sünden gebetet. Ich sage, der Schächer am Kreuz auch nicht. Sie sagt, aber wie ist das? Wie wird man gläubig? Die Bibel sagt, wenn wir glauben, wie die Schrift es sagt. Der Apostel Paulus, er bringt in Römer Kapitel 10, wenn wir mit unserem Mund bekennen, von Herzen glauben, dass Jesus Christus der Herr ist. Und er glaubte und er hat es bekannt. Und ihr werdet euch im Himmel wiedersehen. Die Schwester, wir haben eine wunderbare Hoffnung. Aber damit wir den Glauben aktivieren, müssen wir unser Mund, muss unser Kommunikationshandeln, muss durch das Kreuz Jesu Christi vom Wort sprechen. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Herzen. Denn das, was uns Kraft schenkt, ist Gottes Wort. Es sind nicht unsere Reden, es ist nicht das, was wir sagen, sondern die einzige Macht ist gegeben seinem Wort. Und wenn wir sein Wort aktivieren, das durch unserem Herzen, in dem Heiligen Geist, und wenn du Gottes Wort sprichst, Gottes Wort hat Autorität. Und wenn Gott in deinem Leben hineinkommt, und ich möchte dich ermutigen, daran zu glauben, dass große Dinge in deinem Leben geschehen werden. Nicht große Tragödien, große Dinge. Gott wird dich führen, Gott wird Neues wirken, Gott wird dir Kraft schenken, denn er hat Verheißungen in deinem Leben. So dunkel die Zukunft auch aussieht, so schlimm die Personen in deinem Leben auch tun, so Katastrophe wie die Familie auch gewesen ist, Gott ist nicht abhängig von den Umständen deines Lebens. Gott ist nicht abhängig von den Gefühlen deines Herzens. Gott ist nicht abhängig von den Lügen, die immer wieder in deinem Kopf rallen und diese Gedanken der Vergangenheit, die dich nicht verlassen, sondern Gott ist ein gnädiger Gott. Er hält zu seinem Wort. Und er sagt, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du das ewige Leben. So hält er zu seinem Wort. Unabhängig, wenn der Feind zu dir sagt, und der Feind kommt immer in der Ich-Form. Der Feind, der sagt nicht, du Sünder. Er sagt zu dir, ich soll das schaffen. Ich kann das nicht. Ich habe so viel gesündigt. Es ist so viel Schlimmes, was da ist. Das bist nicht du, das ist der Feind. Und dann sagst du, Mensch, ich kann das nicht. Ich habe zu viel kaputt gemacht. Aber ich möchte sagen, er ist ein wunderbarer Mensch, der repariert. Jesus repariert den Herzen, Jesus repariert die Seele. Und die Bibel sagt, dass er nicht nur repariert, er macht alles neu. Ah, wie wunderbar ist es, Gott macht alles neu. Und ich möchte heute beten für dich, dass Gott diesen Turboglauben aktiviert, dass Gott einen großen Glauben dir schenkt, dass du nicht drauf hörst, was Menschen sagen, dass du nicht drauf gehst, was Dinge, sondern sagst, Gott, wenn das stimmt, was der komische Mann in Grau da gesagt hat, so will ich es in Anspruch nehmen und ich verheiße über mein Leben. Du kommst in deinem Zimmer und auf einmal fangen Dinge an zu ändern. Ich erinnere mich, ich besuchte ein Ehepaar von Pastoren in Israel. Sie hatten eine große Tragödie erlebt in ihrem Leben. Die Ehe war ein großer Krach und wo ich betete, sagte ich, darf ich für euch mal beten? Sagten gerne. Und ich öffne die Tür und sagte, dieser Geist des Streites, der in diesem Haus ist, raus jetzt in Jesu Namen. Am nächsten Morgen kamen sie zu mir und sagten, ich weiß nicht, was geschehen ist. Wir haben überhaupt nicht gestritten, es ist so ein Frieden hier. Er sagt, ich bin Pastor seit so vielen Jahren, wieso wusste ich das nicht? Ich sage, die Bibel gibt uns Autorität, du hast den Heiligen Geist in dir. Und wenn du zu den Dämonen gebietest, wenn du zu dem Feind redest, so muss er gehorchen, nicht wegen dir, sondern der in dir ist, ist größer als die Welt. Und ich möchte dich ermutigen zu glauben, dass wenn du anfängst zu reden, wenn Gott anfängt in deinem Leben zu wirken, wenn auf einmal, ich erinnere mich vor vielen Jahren, ich hatte einen Vortrag zu bringen im Unternehmen, wo ich arbeitete und etliche von meinen Kollegen hatten mir da eine Falle gestellt und das war damals gab es so ein elektronisches Ding mit Fernbedienung, während ich die Vortrag hatte, wollten da pornografische Bilder raufkommen und Dinge. Und ich sehe nur, wie sie nachher diskutieren und der eine sagt, dieses Ding geben wir zurück, es funktioniert nicht. Ich sage, weißt du was, wenn der Herr mit uns ist, dann versagt auch die Elektronik des Feindes, wenn er möchte dich fertig machen. Geschwister, Gott, er führt uns in Kraft, wir haben die Gnade. Ich möchte jetzt mit dir beten, stehen wir bitte auf.
Geschwister, ich bin der festen Zuversicht, dass Gott im Bereich ist, große Dinge in unserem Leben zu tun, wenn wir den Glauben aktivieren. Es hat nicht damit zu tun, wie groß die Liebe in deinem Elternhaus war, was du alles schon bewirkt hast mit Gott, wie große Dinge, nein. Wenn du selbst in den letzten Momenten der Verzweiflung, wenn du in Unterdrückung bist, wenn du sagst, ich habe alles vermasselt, sagt Gott, genau deswegen, ich kann alles neu machen in deinem Leben, wenn du glaubst, wie die Schrift es sagt. Und ich möchte bitten, dass Gott dein Glauben aktiviert, dass du anfängst, in der Gnade Gottes zu gehen, dass du in der Verheißung Gottes, und während ich bete, bitte ich, dass Lobpreis uns instrumental begleitet. Ich glaube fest daran, dass der Heilige Geist in diesem Moment, dass Gott in der Kraft seines Wortes in deinem Herzen, dass Jesus Christus, wo am Kreuz auf Golgatha das Werk vollbracht hat, dass er heute möchte in deinem Leben, selbst wenn du zu Hause bist und du sagst, ich weiß nicht, was los ist, ich kann mich nicht konzentrieren, irgendwas ist passiert, nachdem ich diese Corona hatte, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern an die Dinge, ich habe Schmerzen in meiner Seite, meine Lunge irgendwie gibt mir Unterdrücken, meine Knochen, ich habe Probleme mit meinem Rücken, meine Bandscheibe fängt wieder an zu knistern und ich habe Schwierigkeiten in Bezug auf meine Verdauung und meine Zähne und meine Kopfschmerzen. Ich möchte dir eins sagen. Erstens, es sind nicht deine Kopfschmerzen, denn du hast die Heilung in deinem Herzen. Zweitens, Gott hat die Verheißung in seinem Wort gegeben, dass wenn wir glauben und du hast Autorität zu dem Berg zu sagen, Krankheit in Jesu Namen raus von hier. Ich bin von Herrn gesegnet. In diesem Haus lebt der Herr Jesus. Der Heilige Geist wohnt in mir und er hat mich befähigt und alle Lügen der Hölle in meinem Herzen müssen weichen in Jesu Namen. Und ich möchte heute für dich beten. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, heute Jesus als deinen Herrn und Heiland zu machen. Und wenn du möchtest, kannst du einfach mit mir beten. Sag einfach, lieber Herr Jesus, komm in meinem Herzen, vergib mir meine Sünden und mach alles neu. Ich lade dich ein, komm in mein Leben, komm in meiner Familie, komm in meinem Herzen, komm in mein Unternehmen, komm in meine Willenskraft. Und ich proklamiere dich als meinen einzigen Herrn und Heiland. Zur Ehre von Gott Vater. In Jesu Namen. Amen. Kannst du diesen einen Applaus geben, der Einzige ist, der würdig ist in der Gemeinde Jesu Christi? Halleluja. Jetzt möchte ich beten für dich, dass Gott dich mit dieser Brechstange mal losduckt. Dass du mal aus dieser Festigkeit, wo vielleicht du hast in diesem Zug, da sind die Gleisen, sind wunderbar, die Lok ist da. Aber die Liebe, sie wird nicht. Dieses, dass wir die Hoffnung anfangen, Hoffnung zu haben, zu glauben, Gott wird das führen. Unabhängig, wie viel ich falsch gemacht habe, unabhängig, wie viele Dinge nicht mehr so laufen, wie ich dachte, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Wenn Satan droht, wenn er fängt an zu rauben, wenn er will zerstören, der Herr ist bei dir, der Herr ist mit dir. David kommt zu Goliath und sagt, du kommst gegen mir mit all diesen Waffen, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Es ist der Name des Herrn und Vater in Jesu Namen. Wir kommen zum Thron deiner Gnade, loben, preisen und danken dir. Denn du bist der Gott, der Neues wird. Du bist der Gott, der uns Kraft schenkt. In deiner Gnade können wir gehen. Vater, und heute nehmen wir Autorität durch das Blut Jesu Christi, Herr. Und beten für deine Kinder, Herr. Die in Ängsten sind, Herr. Die sich verlassen fühlen, Herr. Die sich einsam fühlen, Herr. Herr, die sich betrogen fühlen, Herr. Die sich verraten fühlen. Die von der Familie verlassen wurden, Herr. Die Erinnerung der Schande, Trauma der Vergangenheit, Unterdrückungen der Gegenwart, Herr, Schwierigkeiten mit jedem Angehörigen, Herr. Aber du bist der Gott, der alles neu macht. Und Vater, wir befehlen im Namen Jesu von Nazareth, alle Mächte der Unterwelt, Herr, alle Dämonen der Hölle, alle Unterdrückung, Herr, des Feindes, im Namen Jesu von Nazareth müssen weichen. Raus aus diesem Haus, raus aus diesen Gedanken, raus aus diesem Herzen, raus aus diesem Unternehmen, raus aus dieser Arbeitsstelle, raus aus diesem Notebook, raus aus diesem Handy, raus aus den Gedanken im Jesu Namen, raus! Vater, wir verheißen den Segen, die Fülle des Heiligen Geistes, die Freude, die der Herr uns schenkt, die Kraft in deiner Gnade. Herr, dass sie gehen und nicht müde werden, dass im Unternehmen es gelingen wird, was sie machen, dass wenn sie anfangen, in deiner Kraft zu gehen, Herr. Herr, auch diese Person, die zuschaut heute, Herr, Herr, die schwanger geworden ist, Herr, und so viele Ängste hat, Herr, und sagt, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Er vergibt alle Sünden. Er stellt uns wieder her. Vater, ich verheiße deinen Segen, Herr, in dieser Familie. Ich verheiße deinen Segen, Herr, in diesem Kind, Herr. Herr, komm und stelle wieder her, Herr. Ich bitte für diese Person, die krank geworden ist, die einen Befund bekommen hat in Bezug auf die Gesundheit. Vater, in Jesu Namen,
dass ich möchte wirklich in deiner Gnade, Herr, dass wir in deiner Liebe, Herr, du bist der Gott, der führt, du bist der Gott, der erneuert. Herr, ich bitte ganz besonders, Herr, diese Wunder, Herr, wie auch gestern diese Familie, Herr, wo sie alle 4 Corona-Befund hatten, Herr, und sie gingen nochmal nach dem Gebet und keiner hatte mehr Corona, es war negativ. Vater, du bist der Gott, der heilt, du bist der Gott, Herr, der befähigt, du bist der Gott, der erneuert. Vater, wir glauben an die Kraft deines Wortes, hilf, dass wir glauben möchten, wie die Schrift es sagt. Vergib unseren Unglauben, Herr. Vater, ich weiß, dein Segen für die Eltern, Herr, die Eltern, die so eine schwierige, Herr, Situation sind, Herr, wo die Kindererziehung heute so nach dem Maßstab der Welt ist. Ich bitte um die Jugendlichen, Herr, die verwirrt sind, weil so viele Kollegen, Herr, so viele Dinge treiben. Ich bitte um die Kinder, Herr, die nicht wissen mehr, was richtig ist, weil schon in der Grundschule, Herr, ihnen etliche Lehren gebracht werden, die nicht von der Schöpfung zu tun haben. Herr, ich bitte, Herr, für die Ehefrauen, Herr, die oft so verzweifelt sind, weil wir Männer oft, Herr, nicht diesen Rücksicht haben. Herr, ich bitte, Herr, von ganzem Herzen für die Mütter, Herr, für die Väter, ich bitte für die Großeltern. Vater, ich bitte, Herr, für die Arbeiter, Herr, die arbeitslos geworden sind. Ich bitte, Herr, für die Unternehmer, Herr, die nicht wissen, wie es in der Zukunft geht, Herr. Vater, ich bitte, dass du kommen möchtest, Herr, in allen Bereichen der Wissenschaft, Herr. Vater, ich bitte, dass du Weisheit schenkst den Ärzten, Herr, dass du Erneuerung schenkst den Anwälten, Herr, dass du Ingenieure möchtest, neue Ideen, Kreativität, dass du deinen Kindern möchtest, Herr, Kraft schenken, Visionen für neue Unternehmen, Herr, für neue Gemeinden, Herr, für neue Projekte, Herr, für neue Erkenntnis, für mehr an deiner Gnade, mehr an deiner Liebe, dass dein Heiliger Geist möchte ausgegossen werden, dass es sichtbar ist, der Unterschied zwischen die, die mit dir gehen, Herr, Herr, dass die Kraft deines Wortes, dass die Liebe wieder sichtbar ist, Herr, Herr, dass deine Gunst wieder, Herr, erkennbar ist, Herr, und dass du der Gott bist, der Neues wird. Oh, komm, Heiliger Geist, führe du in Heilung, in Erneuerung, in Kraft. Vater, wir danken dir, Herr, dass du Pläne hast im Leben deiner Kinder. Ich bete für die Familien, die verstritten sind, Herr. Ich bete für die Ehepaare, Herr, wo die Liebe irgendwie abgestorben ist, Herr. Herr, ich bete für die Eltern, Herr, die irgendwie durch diese ganzen Diskussionen, Herr, die Zuneigung für ihre Kinder nicht mehr da haben, Herr. Komm, Heiliger Geist. Ich bitte für die Gemeinde in Deutschland, Herr. Herr, wo so viele sich zurückgezogen haben in dieser Pandemiezeit, Herr. Herr, du bist der Gott, der erneuert. Du bist der Gott, der Kraft schenkt. Herr, belebe, Herr, dein Werk. Komm, Heiliger Geist, in Kraft und in Wahrheit. Komm, Herr Jesus, mit einer neuen Ausgießung deines Geistes. Komm mit der Kraft und der Fülle, mit der Erneuerung, mit der Liebe. Denn du bist der lebendige Gott. Wir verheißen deine Zusagen. Wir verheißen deine Liebe. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Vater, im Namen Jesu. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm mit Kraft. Komm mit Feuer. Komm mit Liebe. Komm mit Gnade. Komm mit Hoffnung, Herr. Komm in der Gnade, Herr. Herr, dass wir wieder glauben, Herr. Dass Männer und Frauen aufstehen, Herr, die vorangehen und sagen, ich glaube an den Herrn Jesus. Ich glaube an das Evangelium Jesu Christi. Ich glaube an die neuen Werke, die das Herr in meinem Leben getan hat. Herr, wir schämen uns nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes, die das selig macht, jeder, der an dich glaubt. Oh, belebe dein Werk, Lera Bastori Manas. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja.